So und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skylines. Und in dieser Folge, ja, da fragt euch, Alter, was machen wir heute? Wir machen, ja, ich weiß noch nicht was. Also planmäßig steht noch nichts fest. Irgendwie meint hier heute mein Rechner hier, hallo, ich will nicht mehr, bitte lass mich. Strange. Auf jeden Fall, ich lasse mich davon jetzt nicht abhalten. Meine Stimme ist ein bisschen heiser. Das kommt von viel zu vielen Feiern, wie immer bei Daniel. Und genau, in der letzten Folge haben wir hier ja angefangen, unsere Linie zu überarbeiten. Also unsere Eisenbahn haben wir hier auf einen neuen Stand gebracht. Zum Thema Eisenbahn. Wir werden in dieser Folge so nebenbei immer so ein bisschen was weitermachen. Ob es jetzt Eisenbahn hauptsächlich wird, ist oder nicht. Ja, das steht eigentlich noch nicht so ganz fest. Warte mal. Ich muss den mal da reinziehen, manuell. Damit es da auch funktioniert. So, denn wir ziehen jetzt hier einfach die Stromleitung gleich, ja, ich will jetzt nicht sagen richtig, aber anders auf als vorher. Und damit hätten wir dann hier diesen Bogen. Das war blöd. Diesen Bogen da weg. Und dann sieht das hier auch schon wieder besser aus. Ja, okay. Zack, zack. Ja, es gibt ja immer noch so ganz viele kleine Punkte, die jetzt immer wieder, ja, Stück für Stück erarbeitet werden. Beziehungsweise abgehakt werden auf unserer To-Do-Liste. Strom ist ja wieder angeschlossen, das heißt, das sollte keine Probleme geben. Wir haben jetzt hier ein bisschen Freiplatz. Und hier oben ist auch noch Freiplatz. Den werden wir in dieser Folge unter anderem füllen werden lassen. Alle spielen. Wir werden nämlich hier, wer hätte es geglaubt, die ein oder andere, ja, Sache implementieren. Und zwar werden wir hier, das war schon mal mega, dass wir uns da verhauen haben eben. So, auf jeden Fall kommt hier hinten dann erstmal so ein bisschen IT wieder rein in den ganzen Pot. Und das ist ja eine oder eins der Dinge, was hier derzeit noch mit mehr als genügend Anfrage besteht. Und zwar Gewerbe bzw. Industrie ist ja immer so das Thema. Und ich will jetzt nicht noch mehr Industrie aufbauen, wenn wir hier schon einen Warenmangel haben. Natürlich, wir könnten jetzt sagen, oh ja, wir machen jetzt hier irgendein Gebiet mit nur Waren. Da wäre dann aber die Frage, lohnt sich das? Ist das denn so? Die haben hier garantiert Naturrohstoffe, genau. Oh, hier, guckt euch das mal an. Wir hätten hier, wir haben hier ein mega großes Kohle, nee, Öl. Ölgebiet. Ne, hier oben ist halt auch ein bisschen Öl, aber ist halt nicht so extrem ausgereift. Vielleicht machen wir ja hier unten mal so ein Gebiet rein. Also hier sollte eigentlich das Kraftwerk rein. Das sollte ich vielleicht auch irgendwann mal anfangen, bevor ich nie wieder dazu komme. Vielleicht ist auch einfach vorher die Season Ende, weil es einfach so, wir pleite gegangen sind und nicht wieder rauskommen oder... Ich habe noch keine Ahnung. So, genau, erstmal hier zurück zu unserem kleinen Thema.
Ja, liebe Aufnahme, falls du wieder ruckeln solltest. Dankeschön, lieber Rechner. Ich weiß nicht, wo du deine 50.000% versteckte Copy-Datenträgerauslastung oder sonst woher beziehst. Es ist einfach nicht angenehm. Genau, also wir ziehen jetzt hier nochmal die IT hoch. Bauen dann im vorderen Bereich hier nochmal Gewerbe mit an. Und dann schließen wir hier auch langsam den Kreis da rum. Und dann bauen wir hier natürlich auch die öffentlichen Verkehrsmittel durch. Wir sollten auch mal die U-Bahn und sowas weiter ausbauen. Hier oben in dem Bereich ist noch nichts. Wir haben hier zwar eine Connection, läuft aber auch noch auf nichts. Das heißt also, wir sollten uns jetzt so sternförmig, ich würde mal sagen, wegarbeiten, rumarbeiten um das Ganze. Damit wir hier doch was, ja, Gescheites schaffen. Das wollte ich sagen, während ich gehte. Also, auf jeden Fall, wir müssen über die Hauptstraße hier raus. Das ist noch nicht so klug. Oh, hier hinten hat sich eine Straßenbahn verknackt. So, wir löschen doch nochmal die Linie. Wir bauen einfach dann hier hinten mal eine Straße an. Mit der wir halt hier weiterarbeiten können. Dann sagen wir hier Straßenbahn. Nein, wir haben eine andere dafür genommen. Und zwar die hier. Ne, die Bus war es schon. So, dann gehen wir hier wieder zurück und bauen hier einfach den Abzweig drauf. Dann können hier nämlich auch die Busse langfahren. Das ist ja auch noch immer so das Thema. Wo können jetzt hier Busse lang? Passender Busse lang? Und so. Wir müssen uns auch gleich mal anschauen, wo diese ganzen Personenströme hingehen, die da kommen und gehen. Damit wir vielleicht mal Maßnahmen dafür treffen, die entweder positiv ausfallen oder auch noch positiver als vorher schon. Ja, da unten mache ich einfach eine rein, weil wir dann Fußgängerüberweg dahin legen können. So, ne, den können wir dann auch da hinsetzen. Dann blockiert der da vorne. Dann hier hinten wieder. So, dann legen wir hier halt so die ein oder andere Stelle dazu. So, dann legen wir den da rein. Der fährt dann meinetwegen nach da. Machen wir hier einfach gleich eine größere Linie, die so ein bisschen was abdeckt. Oder ein bisschen mehr. Weil wir haben ja doch noch relativ wenig. Ich platziere die einfach jetzt mal dahin. Relativ wenig abgedeckt von dem Ganzen, was wir hier überhaupt haben. Und das wäre dann, oder es bietet sich ja dann an, sowas hier mitzumachen. Dann baue ich einfach jetzt da die ein. Und dann fahren wir hier so langsam zurück. An der Klinik die Haltestelle. Da die Haltestelle, da eine. Und dann gehen wir hier zurück. Jo. Dann haben wir die, dann kann diese Linie, die jetzt derzeit hier hinten raus fährt, da ist ein Bus. Linienansicht, Übersicht, nee, Linie löschen, weil die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Dann haben wir hier so ein bisschen aufgeräumt mit dem Ganzen. Genau, hier hinten sollte dann sich langsam nach und nach doch was aufbauen an Liniengeschäften. Dass wir da hoffentlich dann auch ein bisschen mehr von profitieren. Hätte gerne hier schon eine Haltestelle.
Okay, also irgendwie ist das komisch. Ach, man kann keine Straßen und... Also keine Straßenbahn und... was für eine Bahn? Straßenbahn und Buslinie auf eine Haltestelle legen. Kapi. So genau, die gelbe hält jetzt hier. Du hängst dich da wieder fest. Pass auf, du musstest doch langsam wegfahren, ne? Oh. Ja, normalerweise steht ihr parallel zueinander. So, hältst du hier an? Ja. Ich warte jetzt nur drauf, dass hier irgendwie der Nachtmodus kommt. Die Bahn. In den Details. Das war ja, das ist schon die Nachtbahn. Ich warte dann also nur noch auf die Tagbahn, dass sie hier irgendwie den Weg findet. So, genau. Das ist schon völlig ausgebaut. Ey, hier stehen ja viele Busse. Genau, das sollte aber auch bald heißen, dass die Fahrzeuge halt hier getauscht werden. Genau hier. Ne, kehrt ins Depot zurück. Ach, die wechselt einfach die Farbe dann. Aha. Das heißt, wir warten jetzt einfach nur noch auf eine Straßenbahn, die dann hier auch wirklich anhält. Ah ja, die kommen ja alle von hinten durch, ne? Also wir haben hier nur ein Straßenbahndepot und zwar da. Und die müssen ja alle erstmal diesen Weg hier fahren. Oh Gott, ich glaube, da haben wir uns damals irgendwas überlegt und nie überlegt, ob das überhaupt sinnvoll ist, sowas zu machen. Oh Gott. Aber ich würde mal schätzen, dass hier auch die Busse jetzt relativ gut anfahren werden. Ich guck mal, ob wir kurz hier... ...die Wege finden können. Von den Bahnen. Weil wir haben ja einmal die und dann meine ich, haben wir ja noch die andere. Genau, und irgendeine... Das ist die... Die hat schon eine Haltestelle. Das heißt also... Die bekommt auch eine, damit wir hier einfach beide Bahnen oder beide Linien hier wieder am Start haben. Dass es hier keine Probleme gibt. Die ganzen Leute laufen immer noch von da oben runter, weil sie hier hin wollen. Es ist nicht schlecht. Oder normalerweise ist es nicht schlecht. In dem Fall ist es jetzt schlecht bei meinem Fahrzeug. Ist es jetzt schlecht, da wir das Problem haben, dass hier irgendwie einfach noch nichts kommt von den Bussen, weil die Linie erstens so lang ist und zweitens so lang ist und drittens ja immer noch so lang ist. Wir können aber hier ruhig mal Haltestellen einrichten. Dann halten hier die Busse auch nochmal kurz an, sagen Hallihallo. Ich habe hier Leute für euch. Was? Okay, der fährt da wohl erstmal durch. Das dauert ein bisschen. Genau, dann sollten die Leute nicht nur laufen, sondern sie können auch einfach mit den Fahrzeugen fahren. Wohin wollen eigentlich die ganzen Leute? Ach, die steigen dann hier in den Bus und der Bus fährt dann da rein. Ja, dann haben wir ja dafür gesorgt, dass die Leute eigentlich alle hier dann stehen bleiben sollten. Und dann feststellen, oh ja, hier fährt ja ein Bus lang. Wir fahren dann mit dem in Zukunft und nicht mehr nur mit dem da hinten. Wenn dann auch ein paar Leute kommen.
Ja, ich sollte vielleicht diese ganzen Ami-Fahrzeuge immer rausnehmen, weil ich mag eigentlich die europäischen lieber als das, was jetzt hier größtenteils fährt. Aber okay, da kann man ja meistens nichts dran ändern. So, genau. Zum Thema ändern. Wir können auch ziemlich viel derzeit wieder ändern. Und zwar ziehen wir da noch nicht das Ding hoch. Aber hier so nebenan ziehen wir halt mal ein paar Industriegebäude weiter, beziehungsweise ja doch Industrie ziehen wir da einfach weiter hoch, weil wir brauchen derzeit nichts anderes außer ja, Industrie. Und deswegen einfach hochziehen bis zum geht nicht mehr und dann abwarten. Entweder wird was passieren oder es wird nichts passieren. Und wenn nichts passieren wird, dann sind wir alle froh. Weil dann wissen wir, wir haben unseren Job gut gemacht. Und dann können wir hier auch sagen, jo, läuft, ey. So, außerdem füllen wir jetzt hier mal so diese ganzen Gebiete, die ja vorher leer waren. Also, das heißt, wir können ja hier jetzt zack, zack, schön Industrie ran klatschen und denken uns so, boah, Alter. Wir sollten nur nicht zu viel Gewerbe bauen. Damit das hier dann nicht untergeht, baue ich jetzt einfach mal noch ein paar Wohnsiedlungen und ein kleineres Gewerbegebiet. Irgendwie habe ich Angst, dass irgendwann unsere Industrie wieder ausstirbt und wir dann da stehen und sagen, ja, wir haben jetzt aber mehr als 3.500 Geschäfte hier und alle sind pleite und du denkst, ah, das wird nicht gut. PS, nicht gut, Wasser. Gleich verlängern. Ah ja, hier hinten kommt ja auch gleich die Eisenbahn. Ja, die allseits bekannte Eisenbahn. Die wir bislang irgendwie nur einmal gebaut haben und nie weiter angefasst haben. Ist natürlich nicht schlecht, aber ja. Ah, nein. Nein, 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 nein. Nein. Ich will doch hier nur eigentlich das so ein bisschen angleichen. Damit das hier dann nicht so eine Steigung gibt wie... Ich weiß nicht was. Aber eine größere Steigung sollte es nicht geben. Will ich nicht, dass es sowas gibt, weil dann sieht das alles so... Oh ja, und das ist jetzt hier so gequetscht und du denkst ja einfach nur so... oh Mann, ey. So, genau. Der Bahnhof war ja hier noch aktiv. Hoffe ich jedenfalls. Und dann können wir hier nämlich auch schon diesen Pendelverkehr aufbauen, dass hier auch Leute mit dem Zug hin können. Und das wird schön. Ey, ihr wisst gar nicht, wie schön das werden kann. Nur weil ich das jetzt sage, heißt es nicht, dass es nicht so sein muss. Ja. Nein. Jetzt bloß nicht senken, ey. So, wir haben hier noch, das kann ich mal sagen, noch so eine Straße. Oh ja, ihr seht, die hochgelegt ist. Und... ich habe eine Straße hinzugefügt mit 4 Tramspuren drinne. Das heißt also, größere Tramstops sollten möglich sein. Im Hinblick auf alles, was wir jetzt hier haben. Genau, das ist ja hier dieser Wechselpunkt. So kann man den ja nennen. Ich weiß nicht, wie der sich verhält. Der verengt die Straße auf eine Spur. Ja, ist ein bisschen zu eng, finde ich. Okay, das brauche ich auch nicht zwingend. Die sieht ja noch normal aus, solange sie unten ist. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wie sieht denn das aus? Wenn wir das... oh. Wenn wir damit eine Brücke upgraden, nur nicht vielleicht eine, wo eine Straße mal drüber fährt, wäre, glaube ich, doof. Oh, hier brauchen wir nochmal eine zweite Stadteinfahrt. Wir kreieren kurz nochmal eine. Ja, erstmal eine Übergangssache.
Vielleicht fahren dann hier endlich welche durch. Genau, oh, die Güterstrecke fährt ja derzeit auch noch durch den Bahnhof durch. Aber wir haben noch so viel im Regelfall zu tun. Ich glaube, wir hängen hier noch ein bisschen fest. Bis wir dann feststellen, oh ja, wir könnten das alles so easy haben, dass wir uns hier keine Gedanken mehr machen müssen. Gedanken machen müssen wäre auch cool, wenn hier alle so ein paar Autos langfahren würden. Speicher. Dass hier die Entlastung dann eintritt und wir feststellen, oh geil, das läuft ja hier alles wie geschmiert. Läuft wie geschmiert, was ist hier eigentlich für eine Linie? Ach, das war die andere Standardlinie, die hier lang fährt. Okay. So, damit wir die dann hier auch so ein bisschen verlängern, machen wir einfach hier den Übergang. Auf wie viel bin ich jetzt hier? Auf 11 bin ich runter. Achso, der hatte gerade noch so einen Grafikbug, dass er da festhängt. Okay, wollte schon feststellen, das funktioniert gar nicht. Das funktioniert doch nur nicht so, wie ich dachte, sondern anders. Zum Thema Funktionieren und anders. Wir könnten die Strecke, die hier unten lang geht, umbauen, ausbauen. Ja, ich reiß die gerade auf, weil die Strecke ist ja in dem Sinne noch nicht fertig, sondern wird ja noch irgendwie fortgeführt. So, ja, zack und zack. Kann mir jetzt bitte einer erzählen, was hier los ist? Achso, das staut sich gerade, weil die Fahrzeuge hier nicht über die Ampel kommen. Tschüss Ampel, tschüss Ampel. Tschüss Ampel. Bräunig. Das sieht eigentlich ganz cool aus mit den Mustern, wie die Schienen hier rumgehen. Ja, genau, also der Vorschlag wäre jetzt von mir gewesen. Nein. Dass wir hier die Straße, also normale Straße geradeaus gehen lassen. Also, dass wir so ein bisschen parallel zur Eisenbahn da lang schleichen. Nein, den will ich. Und den auch. Dann heben wir das mal so ein bisschen noch an. Und schieben wir den zur Seite und drehen ihn etwas, damit er nicht allzu weit im Weg steht. Und jetzt gehen wir ran, sagen hier, ja, aber wir haben doch hier eine Straßenbahn. Die können wir doch hier auch rumlegen. Dass die halt so ein bisschen anders hier lang fährt. Als alles bisherige. Okay, also ein steiler Winkel ist möglich, nur zu steil sollte man den auch nicht machen. Weil die Fahrzeuge scheinbar sonst, ja, oder die Schiene sonst da hier einen hat und sagt, ab, ab, ja, hier und da, das sieht nicht gut aus. Dann ziehen wir den mal gerade. Ja, dann können wir auch bis hier vorne die Linien durchlegen. Jetzt führen hier auch schon zwei Wege lang.
Also irgendwo muss hier ein Haken sein. Die zweite, die dritte, die vierte, sechste, siebte. Okay, dann sind wir da. Die führt ja gar nicht lang. Oh Lord. Was haben wir denn bitte hier gemacht? Hier fährt nämlich eigentlich nichts lang. Die wollen jetzt alle ins Depot zurück und haben jetzt da nicht mal ein Depot. Wie viel kostet das Depot? 40.000. Könnte man auch noch mal eins bauen. Nur... Ja, Befürchtung, dass das irgendwie dann komisch wird. Was sollte irgendwie doch machbar sein, dass wir hier was Vernünftiges erschaffen. So, und dann... bauen wir das halt so. Dann haben wir hier halt nochmal so einen zweiten, kleineren, inneren Block gebaut. Dann fährst du da lang. Das drainen wir dann ab. Dann machen wir jetzt hier... Umstellung und fertig.